Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen da draußen. Ich hoffe, dass ihr gut geschlafen habt und ich hoffe, dass es euch allen richtig gut geht. In diesem Video soll es mal um ein Update gehen, welches heute erscheinen wird, allerdings nicht in GTA, da dieses Video heute ausnahmsweise mal kein GTA-Video werden wird, sondern in diesem Video wird es um ein PSN-Update gehen, welches heute auf der PlayStation 4 erscheinen wird. Und in diesem Update, welches heute erscheinen wird, wird es eine neue Funktion im PSN geben, die sich die Community jetzt wirklich schon seit vielen Jahren von Sony gewünscht hat. Und nun hört Sony endlich auf die Community, denn Sony hat jetzt nun eben mit dem neuen Update, welches heute erscheinen wird, diese Funktion im PSN hinzugefügt. Aber um welche Funktion geht es denn, Freunde? Ich denke mal, ihr habt es im Titel schon alle gelesen. Und zwar geht es um die Funktion, dass man jetzt heute mit diesem neuen Update, welches heute erscheinen wird, seine PSN-ID, seinen PSN-Namen ändern kann, Freunde. In diesem Video werde ich euch ganz genau erklären, wie das Ganze funktionieren wird. Und ich werde euch einige Fragen beantworten zu diesem ganzen Thema, damit ihr auf jeden Fall bestens informiert seid. Also wir machen hier in diesem Video sozusagen ein kleines FAQ über diese neue Funktion, damit ihr auch wirklich alle Bescheid wisst. Freunde, wenn euch das Ganze gefällt, dann zeigt mir das an dieser Stelle auf jeden Fall jetzt schon einmal mit einem Daumen nach oben und teilt das Video auf jeden Fall kräftig mit euren Freunden, damit auch wirklich alle eure Freunde bestens informiert sind und damit auch alle Bescheid wissen. Nicht, dass sie sich irgendwie wundern, wenn ihr auf einmal euren PSN-Namen geändert habt und die in ihre Freundesliste gucken und da auf jeden Fall einmal da jemand drin ist, dessen Namen die gar nicht mehr kennen. Das kann auf jeden Fall schon zu Verwirrungen führen und deshalb sollten diese auf jeden Fall auch Bescheid wissen, dass es ab heute dann diese neue Funktion im PSN geben wird. Aber ich würde sagen, wir beginnen jetzt erst einmal mit dem eigentlichen Video hier, Freunde, und da möchte ich euch jetzt zunächst einmal erklären, wie das Ganze denn funktionieren wird. Und zwar wird es heute im Laufe des Tages ein neues Update im PSN geben, welches ihr runterladen müsst und danach erst einmal auf eurer PlayStation 4 installieren müsst. Und wenn ihr das dann gemacht habt und ihr dann euren PSN-Namen wirklich ändern wollt, Freunde, dann müsst ihr auf der PlayStation 4 einfach rüber zu den Einstellungen gehen. Dort müsst ihr dann auf die Kontoverwaltung gehen, dann geht ihr dort auf die Kontoinformationen, geht dann dort auf euer Profil und dann klickt ihr dort einfach auf Online-ID. Und hier müsst ihr dann einfach nur eure Wunsch-ID eingeben oder ihr wählt einfach einen der Vorschläge aus, die euch Sony hier an dieser Stelle direkt vorschlagen wird. Und danach müsst ihr nur noch die Anweisungen auf eurem Bildschirm befolgen, um das Ganze auch wirklich hier abzuschließen und euren PSN-Namen wirklich zu ändern. Alternativ könnt ihr das Ganze aber auch über euren Webbrowser machen, entweder selber auf der PlayStation 4 oder ganz einfach am PC. Und dort müsst ihr euch dann einfach auf der Internetseite von Sony ganz einfach anmelden und dann wählt ihr dort einfach das PSN-Profil aus, geht dann oben auf die Schaltfläche Bearbeiten direkt neben eurer Online-ID und dort müsst ihr dann einfach nur eure neue Online-ID eingeben oder eben auch hier wieder an dieser Stelle einen der Vorschläge von Sony auswählen und dann müsst ihr hier auch nur noch den Befehlen auf dem Bildschirm Folge leisten und dann habt ihr auch schon über euren Webbrowser erfolgreich eure Online-ID bzw. euren PSN-Namen geändert. Es gibt auf jeden Fall noch einige offene Fragen zu dieser neuen Funktion und die möchte ich jetzt der Reihe nach abarbeiten, die möchte ich euch jetzt hier der Reihe nach beantworten und deshalb würde ich sagen, beginnen wir jetzt direkt einmal mit der ersten Frage und zwar lautet diese: Kann ich meine Online-ID auch auf der PlayStation 3 oder auf der PS Vita ändern? Freunde, es gibt ja noch einige Menschen da draußen, die wirklich noch PlayStation 3 oder PS Vita spielen, gehöre ich auf jeden Fall nicht mehr zu, aber die Leute unter euch, die auf der PS3 oder auf der PS Vita spielen, die muss ich an dieser Stelle leider enttäuschen, denn man kann seine Online-ID, seinen PSN-Namen leider nur auf der PlayStation 4 selber oder eben über einen Webbrowser am PC halt ändern. Das tut mir auf jeden Fall leid, euch das zu sagen, aber ich denke mal, dass diese Systeme bzw. diese Konsolen einfach zu veraltet sind. Ich weiß gar nicht, ob Sony da überhaupt noch Updates auf diesen Konsolen raushaut und deshalb kann ich verstehen, dass das Ganze auf den Konsolen eben jetzt nicht mehr funktioniert. Die nächste Frage lautet: Muss ich für die Änderung meines PSN-Namens bezahlen und wie viel würde das Ganze kosten? Freunde, hier habe ich auf jeden Fall gute Nachrichten für euch und zwar
ist die erste Änderung eures PSN-Namens kostenlos. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade einen PSN-Namen habt, der euch nicht gefällt, dann könnt ihr diesen ganz einfach kostenlos ändern. Allerdings kostet jede weitere Änderung 9,99 Euro und das eben für normale PSN-Mitglieder. Für PlayStation Plus-Mitglieder kostet das Ganze aber dann hingegen nur 4,99 Euro bei jeder weiteren Namensänderung, weil diese halt schon Mitglieder bei PlayStation Plus sind und eben einige Vorteile im PSN eben von Sony bekommen. Die nächste Frage lautet auf jeden Fall, wie finden mich meine Freunde mit der neuen Online-ID wieder? Das Ganze habe ich ja vorhin schon angesprochen, Freunde, das Ganze kann auf jeden Fall sehr verwirrend werden, aber hier hat sich Sony was einfallen lassen und zwar habt ihr eine Möglichkeit, wenn ihr euren Namen ändert, dass ihr 30 Tage lang neben eurem neuen Namen euren alten Namen noch stehen haben könnt, beziehungsweise dass dieser euch dort noch angezeigt wird und dadurch wissen eure Freunde Bescheid, wer ihr denn jetzt nun seid, beziehungsweise dass ihr euren PSN-Namen geändert habt. Das Ganze ist aber wie gesagt nur optional, das müsst ihr nicht machen, aber ich würde euch empfehlen, das Ganze halt zu machen, damit eure Freunde auch wirklich Bescheid wissen, denn der ein oder andere hat ja doch schon ein paar Leute in der FL und wenn heute irgendwie die Hälfte der FL auf einmal ihre PSN-Namen ändern, das sorgt auf jeden Fall für reichlich Verwirrung. Die nächste Frage lautet, wie oft kann ich meine PSN-ID ändern? Und hier habe ich auch gute Nachrichten für euch, Freunde. Und zwar ist hier keine Begrenzung gesetzt, Freunde. Ihr könnt eure PSN-ID so oft ändern, wie ihr möchtet. Allerdings kostet euch jede weitere Änderung nach der ersten Änderung eben echtes Geld. Entweder die 9,99 Euro, wenn ihr normales Mitglied seid, oder eben 4,99 Euro, wenn ihr den PlayStation Plus Mitglieder seid. Freunde, wenn ihr heute euren PSN-Namen wirklich ändert und euch dann irgendwie in einer Woche klar wird, dass der neue PSN-Name gar nicht so cool ist, wie ihr zuerst gedacht habt, weil ihr euch vielleicht irgendwie Versager oder so genannt habt und ihr dann euren alten PSN-Namen wieder haben wollt, dann habe ich auch an dieser Stelle gute Neuigkeiten für euch, denn dann könnt ihr wieder ohne Probleme zu eurer alten ID zurückwechseln und das Ganze dann sogar auch kostenlos, weil das Zurückwechseln zu einer alten ID ist auf jeden Fall kostenlos und hier könnt ihr auch wirklich so oft zu einer alten ID zurückwechseln, wie ihr denn wollt. Da setzt euch Sony auch keine Grenzen. Das Ganze bleibt auch kostenlos, wenn ihr eben einfach auf einen alten PSN-Namen wieder zurückwechseln wollt. Da kann ich euch an dieser Stelle hier auf jeden Fall auch direkt einmal beruhigen, Freunde. Die nächste Frage, die auch sehr oft hier gestellt wurde, ist, kann jedes PSN-Konto denn ganz einfach heute dann seinen PSN-Namen ändern? Nein, Freunde, hier an dieser Stelle muss ich euch enttäuschen. Es können nur PSN-Konten ihre Namen ändern, die älter als 18 Jahre sind, beziehungsweise die 18 Jahre alt sind oder eben volljährig sind. Denn bei Konten von Kindern wird es leider nicht möglich sein, den PSN-Namen zu ändern. Allerdings muss ich an dieser Stelle auch direkt einmal erwähnen, dass es wirklich Probleme geben kann, wenn ihr euren PSN-Namen ändert. Das Ganze hat auch Sony selber auf ihrer Internetseite geschrieben. Und zwar kann es Probleme mit einigen Spielen geben. Und zwar mit allen Spielen, die vor dem 1. April 2018 veröffentlicht wurden, Freunde. Also alle Spiele, die nach dem 1. April 2018 veröffentlicht wurden, wie zum Beispiel Red Dead Redemption 2, Black Ops 4 oder Assassin's Creed Odyssey, oder was es da nicht noch alles so seit dem 1. April 2018 gibt. Diese Spiele werden definitiv keine Probleme machen. Das Ganze sagt Sony auch selber. Allerdings werden einige Spiele, die eben vor dem 1. April 2018 erschienen sind, dann höchstwahrscheinlich Probleme oder irgendwelche Fehler verursachen, wenn ihr denn euren PSN-Namen ändert. Ich habe euch auf jeden Fall mal eine Liste unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dort werden auf jeden Fall alle Spiele aufgelistet, bei denen es keine Probleme geben wird. Allerdings befindet sich derzeit GTA 5 bzw. GTA Online noch nicht auf dieser Liste und deshalb muss ich sagen, dass es zu einigen Problemen kommen kann, wenn ihr euren PSN-Namen ändert und ihr GTA 5 bzw. GTA Online spielt, was doch, denke ich mal, einige von euch tun, denn sonst hättet ihr mich ja, denke ich mal, hier nicht auf YouTube abonniert, wenn ihr nicht GTA spielen würdet, Freunde. Das Ganze kann auf jeden Fall zu beschädigten Speicherdaten führen, eure Online-Spielstände können nicht heruntergeladen werden und noch viele andere Dinge. Ich habe euch da auch mal unten in der Videobeschreibung eine weitere Seite verlinkt, wo ihr euch das Ganze mal in Ruhe durchlesen könnt. Dort sind auf jeden Fall alle Probleme, die entstehen können, aufgelistet und wenn ihr
euch das durchgelesen habt, dann könnt ihr euch ja wirklich überlegen, ob ihr euren PSN-Account, euren Namen wirklich ändern wollt. Sony arbeitet auf jeden Fall derzeit schon an Problemlösungen. Wie lange das dauern wird, haben sie jetzt halt nicht geschrieben. Und deshalb ist mein Rat auf jeden Fall an dieser Stelle hier an euch, wartet vielleicht noch ein bisschen, bis ihr euren PSN-Namen wirklich ändert. Überlegt euch in dieser Zeit auf jeden Fall auch ganz genau, welchen PSN-Namen ihr denn wirklich haben wollt. Und sobald dann diese Probleme wirklich behoben sind, ihr könnt ja des Öfteren mal dann auf die Internetseiten gehen, die ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Dort wird dann, denke ich mal, auch stehen, dass das Ganze mittlerweile behoben ist. Und dann solltet ihr wirklich dann auch erst euren PSN-Namen ändern. Denn was würde es euch bringen, wenn ihr jetzt nun euren PSN-Namen ändert und ihr dann auf jeden Fall euren Speicherstand von GTA Online nicht mehr herunterladen könnt, weil die Speicherstände befinden sich ja auf den Servern von Rockstar Games und diese laden wir ja immer herunter, wenn wir uns im Online-Modus von GTA 5 einloggen. Und wenn ihr diese nicht mehr herunterladen könnt, dann könnt ihr auch kein GTA Online spielen, Freunde, da sich eben die Speicherstände von GTA Online nicht auf unseren Konsolen befinden. Okay, Freunde, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video hier all eure Fragen beantworten, die ihr zum Thema Namensänderung im PSN hattet. Ich hoffe, das Ganze war informativ. Ich hoffe, das Ganze hat euch weitergeholfen. Und wenn dem so ist, dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir das Ganze hier mit einem Daumen nach oben zeigen würdet. Vergesst nicht, das Video auf jeden Fall mit euren Freunden zu teilen, damit die auch Bescheid wissen. Und dann bleibt mir jetzt nichts anderes mehr übrig, als euch noch einen richtig schönen Tag zu wünschen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns auf jeden Fall heute Abend dann auch schon im nächsten Video wieder. Und bis dahin macht's gut, bleibt gesund, haut da rein und ciao.